In diesem Video gehe ich der Frage nach, macht uns die Tüte Chips oder das Glas Wein wirklich glücklich? Wir alle kennen den Begriff des Frustessens. Das heißt, die emotionale Ausgangslage dabei ist irgendwie so. Es geht uns nicht gut, wir haben Stress, wir haben Frust, eine Unzufriedenheit oder auch nur Langeweile. Und dann greift manch einer zur Schokolade, zu Chips oder zum Glas Wein. Was passiert dann, wenn erstmal ein Glas getrunken ist oder ein Rippchen gegessen ist? Dann geht es uns so. Oder zumindest sind wir entspannter, zufriedener. Und hier zu der Frage, macht uns die Tüte Chips oder das Glas Wein glücklich? Ja, das ist die Antwort. Allerdings nur kurzfristig. Denn ist das Glas erstmal leer, bahnt sich schon wieder da der Stress an und uns geht es irgendwie so. Fühlen wir den Stress im vollen Ausmaß, schließt sich der Teufelskreis. Und tatsächlich geht es dabei um das kurze Glück, was wir empfinden. Oder die kurze Entspannung. Und das ist völlig nachvollziehbar, weil wir alle wollen im Schnitt glücklich und entspannt und zufrieden sein. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, wenn ich mich so fühle, kann ich doch direkt diesen Weg nehmen und somit bin ich im Schnitt glücklich. Ja, das können wir machen. Allerdings verflüchtigt sich davon nicht der Stress. Häufig wird dann der Stress sogar noch größer. Ja, wir können eine Sucht entwickeln oder ein Übergewicht und kriegen dann noch ganz andere Probleme als die, die sowieso schon da sind und ungelöst. Wir können uns aber auch einen Weg überlegen, zum einen klar mit dem Stress umzugehen oder die Ursachen zu bewältigen, was jedoch sehr individuell ist. Und wir können diesen Weg direkt einschlagen. Wir können merken, was mit uns los ist und gucken, wie können wir dem entgegenwirken oder das bewältigen. Ohne Wein und Chips, sondern eher irgendwie auf einem gesünderen Weg. Dazu können wir Aktivitäten machen, die uns positiv stimmen, die uns Spaß machen. In diesem Video habe ich eine Liste mit positiven Aktivitäten beigefügt, die Sie dazu inspirieren kann, Ideen für sich zu entwickeln, wie Sie von da nach da kommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und bleiben Sie gesund.